Ja, guten Abend. Moin, moin, hier vom Münchner Flughafen. Spontan hier zum Besucherpark unterwegs. Schon mal schauen für Mittwoch und Donnerstag oder Freitag zum Spotten mit meinem Kollegen Philipp. Ja, für die Spotting-Einheiten mit Philipp haben wir zwei Leitern. Nun ja, ich wollte mir das heute Morgen mal ein bisschen anschauen. Ja, Wetter ist zwar nicht gut, regnerisch, stürmisch. Ja, geplant war es ja eigentlich für heute nach Regensburg zu fahren. Verbindungen fallen leider aus. Und ja, schauen wir einfach mal, was der Morgen so bringt. Ja, meine Freunde von Robin TV, ihr hört's und seht's vielleicht im Hintergrund, es fängt gerade wieder an zu regnen. Ich habe jetzt 1 Euro bezahlt für den Besucherberg, trotz Regen. Erstmal hier Münchener Flughafen, habe gedacht, einmal zum Gucken zahlst du den Euro. Ja, den gönne ich mir mal einfach. Ja, hier sind sehr viele historische Flieger. Tante Ju habe ich gesehen, konnte man auch besichtigen, dies, das. Aber nein, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich werde jetzt zum Flughafenterminal direkt reinfahren. Ich denke mal, da kann ich auch noch mal ein bisschen was euch zeigen. Ja, jetzt geht es hier zur S-Bahn, S1 oder S8 rein Richtung Terminal. Und ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil es fängt wirklich an zu regnen. Mal schauen. Wir sehen uns gleich im Terminal wieder. Ja, ihr seht's, ich bin am Flughafen angekommen. Flughafen. Die Werbung, die ihr im Hintergrund seht, BMW und so weiter und so fort. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ja, jetzt gehen wir mal einfach rein in Terminal 2. Mal schauen. Übrigens im Hintergrund der beste Verein Deutschlands. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Natürlich hat der Münchner Flughafen auch eine Aussichtsplattform. Dort gehe ich jetzt hin. Warum ich gerade aus der Puste bin, ich fahre keine Aufzüge mehr, da ich abnehmen muss. Ich nehme nur noch die Treppen. Und ja, das ist auch für mich ein bisschen anstrengend. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Ziel. Ja, meine Freunde von Robin TV, für die Spiegelung kann ich leider nichts. Hier ist eine Scheibe am Münchner Flughafen. Aber ich denke, da ich Hobbyfotograf bin, ist das schon ganz okay, so wie ich gerade filme.
So, meine Freunde von Robin TV, ihr seht's, Sonne kommt jetzt hier auch am Flughafen raus. Ich werde jetzt aber erstmal frühstücken gehen, habe noch ein paar Besorgungen hier zu machen am Flughafen. Mal schauen, was ich euch noch für Impressionen mache. Ja, wir sehen uns gleich irgendwo wieder. Ja, meine Freunde von Robin TV. Ich bin jetzt hier in Terminal 1, war gerade schon im Terminal 2. Und ja, schauen wir uns das hier noch ein bisschen an. So. Wetter ist draußen, wird besser. Und ja, einfach mal so ein bisschen durch Terminal schlendern. Ja, so sieht das nämlich aus. Bin jetzt auf dem Weg zu A und F, Terminal 1. Meinen Kollegen werde ich nämlich da treffen, so wie es aussieht, den Philipp. Und ja, mal schauen, muss mich ein bisschen ranhalten. Ich will ja auch noch ein bisschen was zeigen. Aber ja, ein bisschen Bewegung tut gut. Wie gesagt, Terminal 2 habe ich ja jetzt gesehen. Terminal 1 bin ich jetzt drin. Die Lichtspiele hier links und rechts entspannt total. Ja, mal schauen. Ich bin jetzt das erste Mal hier am Münchner Flughafen. Das heißt, das ist für mich neu. Und ja, ich könnte jetzt auch einfach hier stehen bleiben, auf den langen Rollbändern. Aber nein, ich habe einen schnellen Gang. Ja, so sieht es nämlich aus. Man kennt sie sicherlich auf Malle, auf Palma de Mallorca gibt es diesen langen Bänder ja auch. Und ja, so sieht es nämlich aus. Einfach mal ein paar Meter laufen. Ja, hier ist alles relativ ruhig. Ja. Mal schauen, wo ich ankomme. Und das nächste. Ja, diese Bänder sind ja schon echt praktisch. Hier ist zum Beispiel ein Band, was aus ist. Und fährt in die falsche Richtung. Oh, tricky, tricky, tricky.
Ja, meine Freunde von Robin TV. Ich bin jetzt doch nochmal zum Besucherpark rausgefahren, weil hier treffe ich jetzt gleich den Philipp, meinen Kollegen. Ja, ist nämlich da am einfachsten als am Terminal. Ja, ich war gerade auch nochmal eben schnell im FC Bayern Fanshop am Flughafen. Ja, ich habe ja zwei T-Shirts zu Weihnachten bekommen und habe mir jetzt noch ein Poloshirt gegönnt in 2XL. Ich sage, ciao mit Frau Robin. Tschüss.